Willkommen bei Obermatt Aktien investieren mit mir, Hermann Stern, dem Geschäftsführer von Obermatt. Ich mache das jetzt das erste Mal auch auf Deutsch und schneller als bisher, wo ich jeweils immer alles von meinem Suchprozess erzählt habe. Jetzt kommt nur noch das Summary. Ich spreche über den 11. September, der jetzt diesen Freitag kommt. Wir haben zwei Länder, Belgien und Türkei. Ich finde Türkei sehr spannend, eine Wachstumsgeschichte. Also, obwohl ich wenig verstehe von der Türkei, habe ich diese Top-10-Liste angeschaut. Fand ziemlich spannend, ein Textilunternehmen, großes Textilunternehmen, mit einem unglaublich guten finanziellen Track Record. Also habe ich diese Firma genauer angeschaut. Und was ich gesehen habe, ist, alle Ränge bei Obermatt sind top, wir können also davon ausgehen, Finanzen und Marktpreise stimmen. Wir haben einen günstigen Marktwert im Vergleich zur Größe des Unternehmens. Wir haben Wachstum, enorm viel Wachstum. Wir haben eine sehr sicher finanzierte Unternehmung. Und wenn man das kombiniert anschaut, alles 100-100. Also habe ich mir diese Firma angeschaut, man klickt hier auf den Link, komme zur Firma, habe ein bisschen durchgeschaut. Glücklicherweise gibt es eine englische Webseite. Ich war dann auf dem Management-Team und mir hat das sehr Wunder genommen, weil ich doch nicht aus diesem Land bin, wollte ich wenigstens die Menschen sehen dahinter. Und wenn ich hier klicke, kann man nichts anklicken. Ich habe also überhaupt keine Ahnung, wer hinter dem Unternehmen steht. Für mich ist das wichtig. Ich habe mich deshalb entschieden, weiterzuschauen, bin zum Belgien-Index gegangen und habe dort ein Chemieunternehmen gefunden, das mir gefallen hat mit dem Namen Umicor. Der Value Rank ist zwar nur 78, aber das ist immer noch im obersten Quartil, also zu den 25% besten gehört das Unternehmen. Es wächst enorm, es ist sehr sicher finanziert. Es ist ein Climate Protection Stock, also ich weiß, es ist ein Unternehmen, das auch mehr macht für die Umwelt. Es hat vernünftige Anreize im Management, also keine exorbitante Boni. Deshalb schaue ich mir das Unternehmen an. Es kommt sehr modern daher. Was mir sehr gut gefallen hat, ist das Thema Recycling. Das Unternehmen spezialisiert sich auf das Recyceln von Batterien und ich glaube, das ist ein Zukunftsmarkt. Also habe ich mir das genauer angeschaut. Mich hat dann interessiert, wer steckt dahinter und zu meiner Freude gesehen, es ist ein Familientrust mit rund 10%. Das überzeugt mich. Natürlich ist auch BlackRock investiert mit einem Index. Wir wissen also, das Unternehmen ist gut aufgestellt. Ich bin also in mein Bankkonto gegangen, wo ich feststellen musste, damals, als ich begonnen habe zu investieren, habe ich 50.000 Franken investiert. Das sind leider nur noch 46.900. Kein Wunder bei den Börsenentwicklungen. Natürlich fällt das Geld. Das Gute aber, und so sollte man jeden Verlust anschauen, jetzt können wir günstiger kaufen. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Umicor-Unternehmen gekauft für 37 Euro. Das ist der Drucker, der Auftrag. Der Börsenauftrag wurde entgegengenommen. Ich kann schauen noch, ob in meinem Portfolio das Unternehmen bereits dabei ist. Es ist schon dabei. Ich habe es gekauft für 37,35. Damit ist alles mein Geld investiert. Wenn ich also zurückgehe auf die Vermögensübersicht, es sind nur noch 300 Franken übrig. Also werde ich wieder neues Geld in mein Konto laden, um dann nächste Woche wieder Aktien kaufen zu können. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim selber investieren.